Da das Video zu Freuds Psychoanalyse bei euch ziemlich gut angekommen ist, habe ich mir überlegt, wir ergänzen das noch um eine kritische Würdigung seiner Theorie. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal gehört, dass von der psychosexuellen Entwicklungstheorie angeblich nicht mehr viel übrig bleibt, wenn man sie mit modernen wissenschaftlichen Standards überprüft. Trotzdem ist die Psychoanalyse auch heute noch nicht tot. In Frankfurt steht zum Beispiel das Sigmund Freud Institut und die forschen und publizieren auch heute noch fleißig zur Psychoanalyse und deren Anwendung auf gesellschaftlich ganz aktuelle Themen. Also stellt sich für uns die Frage, was ist denn jetzt eigentlich dran an der Psychoanalyse? Wenn ihr mal nach Sigmund Freud und Kritik googelt, dann werdet ihr von Treffern erschlagen. In den meisten Artikeln erfährt man, dass die moderne Wissenschaft Freuds Annahmen widerlegt haben soll. Andere behaupten sogar, die Psychoanalyse sei eine Ideologie oder lediglich ein Mythos. Ich will hier aber nicht einfach nur auf der Psychoanalyse rumhacken, sondern ich will versuchen, die Kritik möglichst fair zu gestalten und beide Sichtweisen, also sowohl die der Kritiker als auch die der Befürworter, zu berücksichtigen. Am sinnvollsten ist es erstmal, Freuds Vorstellung von wissenschaftlichem Arbeiten mit aktuellen wissenschaftlichen Standards zu vergleichen. Wer heute in der Psychologie empirisch arbeitet, der bekennt sich dazu, streng methodisch vorzugehen. Man hat eine zentrale Fragestellung, überlegt sich theoriegeleitet verschiedene Annahmen, die mit der Fragestellung in Verbindung stehen, und testet seine Hypothesen dann mit den Daten, die man erhoben hat. Jeder einzelne Schritt muss für den Leser der Arbeit so nachvollziehbar sein, dass dieser die Untersuchung selbst wiederholen könnte. Dieses klar strukturierte Vorgehen hat viele Vorteile, denn durch die Standards hat man in der Wissenschaft eine gemeinsame Basis und eine ganze Reihe von Fehlerquellen kann systematisch ausgemerzt werden. Freud würde dieses Vorgehen aber wahrscheinlich scharf kritisieren. Sozialwissenschaftliche Phänomene sind in der Regel sehr komplex. Mit dem beschriebenen Vorgehen, das natürlich sehr aufwendig ist, kann ich immer nur einen kleinen Teil des komplexen Phänomens untersuchen. Nur eine Facette des Diamanten betrachten, wenn man so will. Ob man überhaupt alle Teile erfassen kann oder sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt, wenn man alle Einzelteile zusammensetzt, das steht auf einem anderen Stern. Also, was hat Freud gemacht? Seine Vorstellungen von wissenschaftlichem Arbeiten waren ganz anders. Menschen können seiner Auffassung nach nur in ihrer Gesamtheit, also auch nur in ihrer gesamten Komplexität und nicht in Teilen verstanden werden. Er bedient sich bei der Entwicklung und auch wissenschaftlichen Fundierung seiner Theorie seiner Vernunft und versucht durch Beobachtungen zu Annahmen zu kommen, die er durch weitere Beobachtungen belegt oder eben widerlegt. Die Vernunft hilft ihm auch dabei, einigermaßen objektiv bei seinem Vorgehen zu bleiben. Sie ermöglicht es ihm nämlich, eine professionelle Distanz zu seinen Patienten aufzubauen. In dieser Distanz kann Freud die Äußerungen seiner Patienten hinterfragen. Warum sagt die Person mit diesem Hintergrund in dieser Situation ausgerechnet das, und zwar in der Art und Weise, wie sie es sagt? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Ja, sowas kann man sich fragen, wenn man sich distanziert. Was hier jetzt hoffentlich deutlich wurde: Freud und viele der Kritiker Freuds haben komplett unterschiedliche Auffassungen darüber, wie wissenschaftliches Arbeiten auszusehen hat. Wenn man sich mit dem heutigen Wissen das Vorgehen Freuds anschaut, dann muss man echt zu dem Schluss kommen, dass das, was er da entwickelt hat, auf kein Fall auf einem sicheren Fundament steht. Aber wisst ihr was? Nur weil Freud nicht nach modernen Standards wissenschaftlich gearbeitet hat, kann es doch nicht automatisch bedeuten, dass seine Theorie komplett falsch ist. Ihn grundsätzlich wegen seinem wissenschaftlichen Arbeiten abzutun, wäre ziemlich ungerecht. Was wir also machen, ist Folgendes. Wir nehmen uns einige von Freuds Grundannahmen vor. Ich habe mir die ausgesucht, die ich auch in dem Video zur Psychoanalyse da oben in der Infobox erklärt habe, und betrachten diese ganz vernünftig und natürlich auch unter Berücksichtigung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse, von denen er damals natürlich noch keine Ahnung hatte. Ich nehme mal vorweg, dass das für Freud nicht besonders gut ausgeht. Bevor ihn jetzt aber irgendjemand als abgehobenen Spinner abtut, möchte ich auf eine Sache aufmerksam machen. Überlegt doch mal bitte kurz, ob ihr in einer ruhigen Minute schon mal eine Idee, also irgendeinen Gedanken gehabt habt, der nicht von außen, also nicht durch ein interessantes Gespräch oder einen Film oder so im Vorfeld angestoßen wurde und den ihr vorher noch nie so gefasst habt. Falls ja, gibt's meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten, wie es dazu gekommen sein kann. Entweder ihr habt einfach auf euer vorhandenes, von mir aus auch unterbewusst vorhandenes Wissen zurückgegriffen und es so kombiniert, wie ihr es noch nie vorher getan habt. Das wäre dann sozusagen eine Innovation.
Oder die Idee ist euch durch eine göttliche Fügung gekommen, wurde also von einer höheren Macht geschaffen. Ich halte auf jeden Fall die erste Variante für wahrscheinlicher. Die Art und Weise, wie wir denken und handeln, wird maßgeblich von unseren Erfahrungen beeinflusst und ist daher auch stark vom Denken und Handeln der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, abhängig. Wieso erzähle ich euch das alles? Naja, wenn wir Freuds Theorie, also seine Innovation, kritisieren wollen, dann müssen wir das auf jeden Fall vor dem Hintergrund seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit machen. Eben der Realität, die sein Denken beeinflusst hat. Als erstes werfen wir mal einen Blick auf die sexuellen Triebe, die nach Freud im psychischen Apparat Spannungszustände erzeugen. Wie kommt er darauf, dass es ausgerechnet die sexuellen Triebe sind, die da wirken? Freud wurde im Laufe seines Werdegangs in einem Denken beheimatet, das man als Materialismus bezeichnen kann. Er ging davon aus, dass das Psychische, also der Apparat, den er sich ausgedacht hat, einen physischen Ursprung haben muss. Was könnte jetzt also dieser physische Ursprung sein? Heute würde man vermutlich sagen, Hormone und Neurotransmitter spielen eine große Rolle. Damals hatte man aber halt noch keinen Plan darüber, was die Hirnforschung heute weiß. Was man aber wusste, war, dass die Sexualität als Bindeglied zwischen dem Physischen und dem Psychischen angesehen werden kann. Also war es natürlich ganz naheliegend, sich beim Lustgewinn als Triebfeder der menschlichen Entwicklung zu bedienen. Ihr kennt ja auch die Phasen der psychosexuellen Entwicklung und da nimmt es dann ziemlich abstruse Züge an. Freud misst dem Geschlechtstrieb definitiv eine zu große Bedeutung bei, was besonders bei seinen Vorstellungen zum Ödipus-Komplex deutlich wird. Leute, ihr könnt doch nicht ernsthaft glauben, dass es zur normalen Entwicklung eines Menschen gehört, dass ein Fünfjähriger sexuelle Wünsche gegenüber seiner Mutter entwickelt, an die Stelle seines Vaters treten möchte und Angst davor hat, dass der ihm aus Zorn über die Rivalität die Eier abschneidet. Wenn man wie Freud an die Sexualität als Wurzel des Psychischen glaubt und selbst eine sehr besondere Beziehung zu seiner Mutter hatte, dann geht es aber scheinbar schon. Also, dass das mit der Libido so nicht hinhaut, wie Freud sich das gedacht hat, das wusste man schon sehr früh. Carl Gustav Jung, ein Schweizer Psychiater und Freund von Freud, hat die Fixierung auf den Geschlechtstrieb schon damals scharf kritisiert. Freud hat ihm daraufhin im Übrigen in einem Brief die Freundschaft gekündigt. Heißt das jetzt, dass an dem, was Freud gesagt hat, überhaupt nichts dran ist? So kann man das nicht ganz sagen, weil irgendwo finden wir immer einen wahren Kern. Nehmen wir zum Beispiel den Ödipus-Komplex. Wenn wir da mal die sexuelle Komponente beiseite lassen, dann betont Freud die hohe Bedeutsamkeit der Bindung zwischen Mutter und Kind. Und dass eine gesunde Bindung für die Entwicklung von Kindern enorm wichtig ist, das gilt heute definitiv als belegt. Auch die Sache mit den Entwicklungsaufgaben ist im Allgemeinen vielleicht gar nicht so verkehrt. Freud sagt ja, dass an unterschiedliche Lebensalter verschiedene Aufgaben gebunden sind, die bewältigt werden müssen. Auch heute geht man noch davon aus, dass solche Entwicklungsaufgaben existieren. Auch wenn sich heute natürlich niemand mehr auf das Psychosexuelle fixiert, besteht weitestgehende Einigkeit darüber, dass die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit als prägend für das spätere Lebensalter angesehen werden kann. Die Weichen werden also schon sehr früh gestellt. Schauen wir uns jetzt mal den psychischen Apparat an. Nach Freud besteht die Struktur der menschlichen Psyche ja aus dem Dreiklang von Es, Ich und Über-Ich. Über-Ich und Es formulieren unterschiedliche Ansprüche an das Ich und das Ich hat die Aufgabe, zwischen diesen Ansprüchen zu vermitteln. Vermitteln ist hier jetzt natürlich ein sehr demokratischer Begriff, bei Freud liest man in diesem Zusammenhang aber auch die autoritäreren Begriffe beherrschen und verdrängen. Damit das Ich, also das Bewusstsein, die Kontrolle behält, muss es die Psyche beherrschen. Ja, auch diese Gedanken stehen klar mit seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit in Zusammenhang. In seiner Welt war ein gesellschaftliches Gesamtsystem nämlich nur dann stabil, wenn die Herrschenden ihre Autorität und ihre Macht dazu nutzten, um alle Tendenzen, die danach strebten, das System zu verändern, zu unterdrücken. Ich meine, Veränderung könnte ja schließlich die Destabilisierung des Gesamtsystems bedeuten, wovon am Ende dann keiner was hätte. Also ist doch nicht wirklich verwunderlich, warum Freuds Idee eines psychischen Apparates nur dann stabil sein kann, wenn irgendjemand das Sagen hat. Heute weiß man, dass psychische Prozesse nicht immer voller Konflikte stecken. Ein übergeordneter Herrscher muss nicht unbedingt alles unterdrücken, um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten. Es geht also wesentlich versöhnlicher in unserem Kopf zu, als Freud sich das dachte. Schon Freuds Schüler Erikson fand im Übrigen, dass Freud mit seiner Vorstellung des immer fortwährenden Konflikts etwas übers Ziel hinausgeschossen ist.
Seine eigene Vorstellung einer psychosozialen Entwicklung ist da schon wesentlich versöhnlicher. Dennoch können wir auch hier bei Freud einen wahren Kern ausmachen. Nämlich die für den psychischen Apparat charakteristischen Konflikte zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Die kennt ihr sicherlich auch, zum Beispiel, wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr frei oder glücklich seid oder inwieweit ihr überhaupt die Macht über euer eigenes Leben habt. Nehmen wir als Beispiel die Freiheit. Rein theoretisch habt ihr doch alle Möglichkeiten, die die Welt euch bietet. Trotzdem ist dann natürlich oft dieses Gefühl, alles andere als frei zu sein, weil man unbewusst spürt, wie man den eigenen oder auch den gesellschaftlichen Zwängen unterworfen ist. Das ist jetzt ein Punkt, den man Freud auf jeden Fall zugutehalten muss. Er zeigt mit seiner Theorie eindrücklich, dass wir nicht automatisch das sind, von dem wir denken, dass wir es sind, sondern dass zwischen dem Denken und dem Sein, also zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, ein Konflikt herrscht. Und diese Diskrepanz, die kann euch bei jedem Handeln unterstellt werden. Nehmen wir mal an, ihr schaut gerne das Dschungelcamp und wenn man euch fragt, warum, dann erklärt ihr das damit, dass euch die gruppendynamischen Prozesse im Camp interessieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das interessiert euch wirklich. Nur weil ihr glaubt, dass das so ist, muss das aber nicht wirklich so sein. Das heißt, eure unbewussten Beweggründe liegen vielleicht ganz woanders. Vielleicht wollt ihr in Wirklichkeit nur sehen, wie diese ach so perfekten Stars, die sich für was Besseres halten und ein viel erfüllteres Leben führen als ihr Leiden und wie ihre Showmaske von Tag zu Tag mehr zerbröselt. Wir halten mal fest, welchen Verdienst wir Freud anrechnen können. Er hat mit der Psychoanalyse eine Methode entwickelt, mit der man zu einer Wahrheit gelangen kann, die hinter dem liegt, was der Einzelne für Wahrheit hält. Der rationale Mensch kann über sein Verhalten nachdenken und sein Handeln begründen. Die Begründung ist für ihn die Wahrheit hinter seinem Handeln. Die Innovation von Freuds Theorie ist es jetzt, von einer Wahrheit hinter der Wahrheit auszugehen. Diese zweite Wahrheit ist das Unbewusste, das Verdrängte, das jetzt, obwohl es uns nicht bewusst ist, dennoch unser Handeln lenkt. Wer wirklich verstehen will, warum er tut, was er tut, der muss erkennen, dass sein Handeln immer auch von den verborgenen Trieben beeinflusst wird und dass das, was er für die Wahrheit hält, in Wahrheit nur eine Illusion ist. Diese Erkenntnis ist für Freud der Schlüssel zur Heilung und heute auch noch nicht vollständig widerlegt. Ich meine, ja, das Unbewusste auf die sexuellen Triebe zu reduzieren, das geht natürlich nicht, aber dass Entscheidungen maßgeblich von unbewussten Faktoren beeinflusst werden, das gilt auch heute noch als ziemlich wahrscheinlich. Und jetzt halten wir nochmal einen Kritikpunkt, sozusagen den Ausgangspunkt aller Kritik fest, nämlich sein wissenschaftliches Vorgehen. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Hypothese und eure Hypothese besagt, dass euch euer Freund betrügt. Diese Hypothese wollt ihr jetzt mit eurer Vernunft überprüfen. Ihr durchsucht sein Handy und findet zum Beispiel eine Nachricht von einer Freundin von ihm mit einem verräterischen Herzsmiley. Eine eindeutige Bestätigung eurer Hypothese, oder? Jetzt sprecht ihr ihn natürlich darauf an und er streitet ab, dass da was läuft. Aber ich meine, natürlich tut er das, weil alle Schuldigen bestreiten, schuldig zu sein. In den nächsten Tagen findet ihr jetzt nichts Verdächtiges mehr in seinen Nachrichten. Aber natürlich ist es trotzdem wieder ein eindeutiger Beweis dafür, dass er schuldig ist, denn jetzt, wo er gewarnt wurde, ist er natürlich besonders vorsichtig. Einige Wochen später macht euer Freund dann wegen einer anderen mit euch Schluss. Das ist natürlich der endgültige Beweis dafür, dass ihr recht hattet, also eure Vernunft ist unschlagbar. Genauso wie die von Freud, der hat ja schließlich seine Hypothesen auch mit seiner Vernunft überprüft. Dummerweise könnte es aber natürlich auch so sein, dass ihr von Anfang an falsch gelegen habt. Ich meine, klar, euer Freund hat euch wegen einer anderen verlassen, aber es könnte ja sein, dass die Gedanken an eine andere Frau ihr erst in dem Moment geweckt habt, als ihr misstrauisch geworden seid und die Beziehung ist vielleicht weniger wegen einer anderen Frau in die Brüche gegangen, sondern weil der Vertrauensbruch und das Misstrauen die Beziehung nachhaltig geschädigt haben. Worüber wir hier sprechen, das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und genau die kann man dem guten Herr Freud auch unterstellen. Vernunft hin oder her, es fehlt einfach jede Objektivität. Wir haben uns jetzt bei weitem nicht alle Kritikpunkte angeschaut. Interessant ist zum Beispiel auch die Kritik zu seiner Traumdeutung, zum Todestrieb oder auch sein Bild der Frau. Was hier jetzt auch überhaupt nicht behandelt wurde, ist die Frage, ob Freuds Ideen vielleicht gar nicht so neu waren, wie man immer glaubt. Böse Zungen behaupten nämlich, Freud hätte ziemlich viel kopiert. Das Video wird vielleicht jetzt etwas lang, aber ich will euch noch eine Sache zeigen. Ich habe ja in der Einleitung kurz gesagt, dass man Freud auch vorhält, mit seiner Theorie eine Ideologie geschaffen zu haben, die neben seiner eigenen Wahrheit keine andere gelten lässt. Ich wollte wissen, wie man auf Grundlage der Psychoanalyse heute eigentlich Verhalten interpretiert und bin da auf ein Fallbeispiel in einer Studie gestoßen.
Da schreibt eine Kindertherapeutin was über einen 5-jährigen Jungen, der ADHS-Symptome zeigt und der hat eine Erzieherin ins Gesicht gespuckt. Ich lese euch das mal vor. In der Supervision wird vermutet, dass Peter durch das Anspucken seiner Lieblingserzieherin seine Angst vor einem potenziellen Verlust inszenierte, indem er in dieser wegwerfenden Geste die eigene Abhängigkeit vom Liebesobjekt verleugnete. Er provoziert durch dieses Verhalten gleichzeitig, dass er wenigstens selbst schuld ist, wenn das Objekt sich selbst abwendet, dass er nicht passiv abwarten muss, bis er weggeschickt und abgeschoben wird. So, und etwas später heißt es dann in dem Fallbericht mit Blick auf die Familie des abgeschobenen Kindes. Die Therapeutin beschreibt die Familie als labiles Gefüge. Unverarbeitete, eigene psychische Konflikte der Eltern führen zu einer brüchigen, von permanenten Trennungsthemen beherrschten Paarbeziehung. Dies führt bei dem Kind zu großen inneren existenziellen Unsicherheiten. Der Separationskonflikt ist nicht ausreichend bewältigt. In Identifikation mit den Eltern erlebt Peter jede Form der Trennung als unerträglich. Wenn man als eigenständiges und nicht kontrollierbares Subjekt auftritt, scheint ihm dies Angst zu bereiten. So kann er es nicht ertragen, wenn die Therapeutin sagt, ich denke, ich habe den Eindruck etc. Ich will das an der Stelle gar nicht weiter kommentieren. Mich interessiert eure Meinung zu den Textpassagen und zur Psychoanalyse im Allgemeinen. Auf jeden Fall schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es gerne. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.